des deux. Gut, dass ich mal Französisch in der Schule hatte. Wenn Sie mit diesen Begriffen etwas anfangen können, dann kennen Sie sich im Ballett aus. Besonders Mädchen tanzen gern Ballett. Die Jungs sucht man da am besten mit der Lupe. Aber es gibt sie, die Jungs. In der Tanzschule Eight Counts in Geldern zum Beispiel, da übt ein 17-Jähriger für seinen ganz großen Traum. Bauchnabel, Schulter, atme tief. En plie, drück die Knie auf. Ballett-Grundschritte, die muss Pascal immer wieder trainieren. Er kann zwar schon viel mehr, aber ohne das hier wird nichts aus seinem großen Traum. Pascal will Musicalstar werden. Und anspannen, anspannen, anspannen. Am liebsten würde ich in Tanzampire mal den Alfred spielen. Aber das ist ja nur wirklich ein Traum. Man darf ja Ziele haben, oder? Ja, warum denn nicht? Ja, aber das ist schon richtig, also richtig schwierig, so eine Hauptrolle zu spielen und auch erstmal eine zu bekommen. Ja. Ein Traum, für den der 17-Jährige jeden Tag hart arbeitet. Tanzakademie, Gesang, Jazz-Tanz, Schauspiel und natürlich Ballett. Männerspagat! Versucht auf die Unterarme zu kommen! Ja, weil ich weiß nicht, wenn man zum Musical möchte und gar nicht tanzen kann, ich weiß nicht, ob man da so gut aufgehoben ist. Vier Jahre ist es her, dass er zum ersten Mal ein Musical gesehen hat. Seitdem ist für ihn klar, da will ich hin. Ein paar kleinere Rollen hat er schon gespielt, ohne das an die große Glocke zu hängen. Als Junge zum Ballett, da gibt es reichlich Vorurteile. Ich finde es faszinierend, dass es so einfach aussieht, obwohl es wirklich richtig anstrengend ist. Und es sieht wirklich viel einfacher aus, als es ist. Also ich werde eben auch oft komisch angeguckt. Aber ich meine, was ist schlimm daran, wenn es mir doch Spaß macht? Ich weiß nicht, was mich davon abhalten sollte. Und die Mädchen haben eine einfache Erklärung, warum es cool ist, Pascal dabei zu haben. Manchmal brauchen wir auch zwei starke Arme, um die Mädchen eben hochzuheben. Und da haben uns eigentlich alle ziemlich gefreut, dass endlich mal ein Junge dabei ist. Weil die meisten trauen sich einfach nicht, sowas zu machen. Also wenn ich so in meinem Freundeskreis frage, hey, hast du nicht auch mal Lust, Ballett zu machen? Da kommt eher so, nee, lass mal lieber, ich bleib dann doch bei Fußball. Und ich denke mir immer so, du weißt doch eigentlich gar nicht, wie das ist, weil es eben diese Vorurteile überall gibt. Schaut über die Finger. Janine Ingenpass war überrascht, als Pascal zu ihr kam. Aber natürlich hat sie sich auch gefreut und glaubt fest, dass er sein Ziel erreichen kann. Ich war letztens im Starlight Express und die Hauptrolle, die der da hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber ich habe ihn da quasi schon gesehen. Also auf jeden Fall Starlight Express. Rusty die Dampflok. Rusty, genau. So viel Vertrauen, aber Pascal bleibt locker. Falls es nichts wird mit der Musical-Karriere, hat er schon mal Plan B. Ja, ist wirklich ein krasses Gegenteil. Da wollte ich Lehrer werden und dann wollte ich eine Musical-AG aufmachen und dann so meine Kreativität einfließen lassen. Und dann werde ich ein coolerer Lehrer als die auf meiner Schule. Im Augenblick denkt er aber nur an die große Show der Tanzschule, für die sie hier üben. Der Traumzauberbaum heißt das Stück. Pascal spielt die Hauptrolle. Da muss er sich gegen böse Mädchengeister wehren. Was jetzt noch?